Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Fluffy Heart, dem flauschigsten Tower-Defense-Spiel, das ich kenne. Unsere erste Kampagne neigt sich dem Ende zu. Wir haben noch Heroic Siege und dann den Big Boss, Undamaged Princess und 2 Minuten 10, in denen wir gewinnen sollten. Gucken wir mal, wie es läuft, ne? Ich kann nichts versprechen, wie immer. Manchmal läuft es ja gut und wir bekommen tatsächlich Medaillen. Und manchmal läuft es... Ach du Heilige. Manchmal läuft es ganz furchtbar. Wo muss die Prinzessin denn hin? Wir haben da hinten Bauern, die wir erstmal kaufen müssen. Das ist wunder... Oder müssen wir die kaufen? Ich schätze mal. Okay. Die Fäschen da hinten, die fliegen zu den Bauern. Zu uns direkt fliegt erstmal nichts. Das Problem ist, wir müssen die Brücken runterlassen, damit unsere Kämpfer überhaupt erstmal weiterkommen. Wir werden bestimmt gleich Gold haben, nehme ich an. Ja, was steht denn hier? Eure Hoheit, gibt es keinen besseren Ort, um eine Party zu werfen? Scheinbar nicht. So, die hier haben wir. Die müssen wir uns erstmal freischalten. Und das würde ich tatsächlich auch tun, ganz gerne. Ich nehme an, die werden mit der Zeit... Ja, die werden hier, kommen hier mit der Zeit. So. Okay. Oh, wow. Okay. Das habe ich nicht gesehen, dass die einen tatsächlich genau zu ihr fliegen. Ah, das ist vermutlich die maximale Flug... Wie kriege ich denn das jetzt hin? Das ist ja schwierig. Ich müsste vermutlich sofort einen Bogenschützen kaufen, der da drüben was dagegen unternimmt. Und hoffen, dass diese Bunnies da auf der anderen Seite, also die hier, da müsste ich sehr schnell, dass sie... Okay, okay. Wir fangen hier an und ich brauche als allererstes bitte so schnell wie möglich einen Bogenschützen, der hier drüben die Bunnies eindämmt. Und dann hier bitte noch einen zweiten, der da auch mitmacht. Und dann hätte ich ganz gerne hier die Brücke runter, wenn ich wieder 25 habe. Und jetzt... Nein, 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 du nicht, um Gottes Willen, du nicht. Und ihr verteidigt jetzt hier die Prinzessin, bitte. Ach du je, nein, das haut nicht hin. Ja, den Wunsch, der wurde dir soeben erfüllt. Wie kriege ich das denn hin? Die Prinzessin kann nicht einfach tot sein wegen Häschen. Ich hoffe, das ist irgendeine Art Witz. Falls nicht, dann bete für deinen eigenen Tod, bevor wir uns das nächste Mal treffen. Ja. 2 eggs, a bit of ginger, 1 jar of milk and 2 cups of water tastes horrible. Ja, das hatten wir schon mal. Das sind diese wunderschönen... Wie können wir das denn hinbekommen? Das ist schwierig. Okay, ich warte erstmal hier, dass wir möglichst die beiden dann darüber schicken können. Sobald wir genug haben, nämlich jetzt. Jetzt tötet ihr die Bunnies. Okay, okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Eventuell habe ich eine Idee. Moment. Okay. Ich müsste trotzdem ihn bitte hier hinschicken, dass er da die Bunnies tötet irgendwie. So, und jetzt schicken wir die dahin. Oh nee, die stirbt viel zu schnell. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Ehrlich nicht, das ist gerade schwierig. Also die hier drüben, das dauert länger. Das heißt, ich müsste vermutlich erstmal mich um diese hier drüben kümmern. Die da. Aber wie? Okay, wir versuchen das nochmal. Wir versuchen das hier nochmal. Ich stelle ihn hier hin. Und ihn hier hin. Und jetzt müsste er einfach vielleicht geupgradet werden. Okay, wir machen das einmal so. Hey, don't fight me there. Okay, und du stellst dich bitte ganz darüber. Nein, nein, nein. Das haut einfach alles so nicht hin. Oh je. Das kann ja wirklich witzig werden. Okay, mal schauen. Die müssen hier drüben hin. Sie stelle ich erstmal ganz auf diese Seite darüber. So, und jetzt kämpft. Kämpft gegen die Häschen, Jungs. Kämpft gegen sie. Oh Gott, das haut nicht hin. 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 Okay. Okay, das... Ich weiß einfach nicht, wie das hinhauen soll. Ich weiß nicht, wie ich hier genug Gold zusammenbekommen soll, um hier Bogenschützen und alles zu kaufen. Und
Das Problem ist, die fliegen irgendwann von hier hinten und ich kriege, glaube ich, meine Ritter nicht schnell genug dahin. Und die fliegen... Das ist alles so schwierig. Und ich kann sie ja nicht upgraden, das ist das Problem. Ich könnte versuchen, die hier einfach angreifen zu lassen, aber das haut ja auch nicht hin. Die Prinzessin ist so gut wie tot schon wieder. Ja, da ist sie schon wieder tot. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Das Problem ist, wenn die Bunnies rüberfliegen, die landen in der Mitte. Ich habe keine Ruhe in der Mitte. Ich muss die da möglichst schnell... Ich könnte versuchen, sie hier rüber zu bringen. Das könnte ich probieren. Versuchen wir das mal bitte. Also hier drüben die Bunnies töten. Gehen wir mal einen anderen Weg. So. Okay. So. So. Stell dich hier hin. Die Prinzessin, bitte. Wo ist die Prinzessin? Okay. Nein, nein, nein. Oh, oh. Ja, ja, ja. Nein, nein, die kriege ich nicht. Oh. Okay, aber der Plan ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe ihn nur schlecht ausgeführt. Okay. Ich habe einen Plan. Es hat lange gedauert, aber ich habe einen Plan. Auf in den Kampf, Jungs. Okay, ihr müsst alle darüber. Nur die Prinzessin muss ein bisschen langsamer rüber. So, tötet die Bunnies. Nein, nein, nein. Hallo, hallo. Ich töte die bitte. Okay, Moment. Ganz kurz. Hey, don't bite me there. Hey, beiß mich nicht da. Also bestimmt das Puschelschwänzchen, ne? So, sobald wir hier 25 haben, lassen wir das Ding runter. Nein, nein, nein. Nein. Okay, okay. Okay, ihr müsst da rüber und... Okay. Wir kriegen es langsam hin, glaube ich. I wonder why we don't just eat rabbit. Oh, oh. Renn! Hey, don't bite me there. Renn, Prinzesschen, renn! How did we come to this? Elves killing bunnies? Seriously, someone fill me in. Okay. Hey, I hate them. Was? Da drüben sind auch welche? Oh. Aber? Was haben wir vom Blizzard ge... Es wird. Wir kriegen es ganz langsam, aber sicher hin. Also wir müssen hier einen hinstellen und dann stellen wir da drüben gleich noch einen hin. Und jetzt lassen wir die Brücke runter und sie bewegen wir so sehr langsam hier rüber. Nein, nein, töte, töte, töte. Ja, ja, ja. Halt die Klapp. Okay, so. Und jetzt muss ich hier alle ein bisschen hier rüber und die stellen wir hier hin. Und jetzt machen wir einfach... Nein, 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 geh darüber. Mist. Okay, die Rabbit Population darf natürlich nicht zu hoch werden. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt hinbekomme. Also wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich des Big Bosses nicht würdig und dann geht das leider auch nicht. So, ihn stelle ich hier hin. Er darf sich vorne verteidigen. Er geht eins weiter nach da hinten. So. Würdest du sie bitte hier verteidigen? Hey, don't bite me there. Ist ja schlimm mit dem. So. Okay. I am truly sorry, my... Hey, don't bite me there. Nein, nein, nein. Der muss auf jeden Fall eher in ihre Nähe, damit er sie verteidigen kann. Okay. Die Bunnies sind erstmal weg. Jetzt können wir ein bisschen upgraden. Jetzt können wir hier anfangen, die Bunnies nach und nach... Nach und nach... zu töten. Und ich muss auf jeden Fall einen von denen hier hinten behalten, damit er die Prinzessin verteidigt. So. Verteidige die Prinzessin und die anderen, ihr kämpft euch jetzt hierhin vor. Okay, ich stecke ihn mal hier hin und mach das. Töte die Bunnies. Töte sie. So, und jetzt muss ich gucken, dass die sich hier weiter vorarbeiten. Wie ist hier den noch? Okay. Muss gucken, dass sie keinen Schaden nimmt, aber das macht er hier hinten eigentlich schon ganz gut. Glaube ich.
Er kriegt das hin. Er schafft das. So, jetzt muss ich nur hier drüben die Bunnies nach und nach auslöschen. Könntest du bitte hier? So. Also unverletzte Prinzessin, das wäre hier natürlich ein Traum, aber das schaffe ich niemals. Hier muss ich gucken, dass die Leute... Die müssen tatsächlich alle Bunnies irgendwie nach und nach erwischen. Es wird ein wenig dauern, aber wir werden es schaffen. Und da muss ich einfach nachher am Schluss die Prinzessin hier rüberbringen. Aber erstmal müssen die Bunnies weg. Wo sind denn noch Bunnies? Hier drüben sind noch Bunnies. Da kann ich dann hier nochmal welche hinstellen. So. Wir haben noch 15 Stück. Das müsste aber langsam aber sicher weggehen. Ja, könntet ihr die bitte töten? Das wäre ganz toll, Liebe. So, zwei Bunnies noch. Irgendwo da ist ein Bunny übrig. Jetzt muss es noch eins sein. Ein Bunny ist noch über. Aber wo? Wo ist das letzte Häschen? Da hinten. Oh Gott. Komm, töte es, bevor es sich vermehrt. Ja, ja, töte das Bunny. Okay, Gott sei Dank, es ist fertig. Jetzt sollten wir die Prinzessin lebendig zu ihrer Party bekommen. Hat ja auch nur... Oh Gott. Es tut mir so leid, dass das so lange gedauert hat. Aber ich fand den Level jetzt wirklich, wirklich schwierig. Oder sagen wir mal, er war herausfordernd. Und ich musste erstmal drauf kommen, wie wir das überhaupt anstellen sollen. Ich bin eigentlich nicht sonderlich gut in Tower-Defense-Sachen. Und natürlich ist es immer sehr verlockend, die Bunnies gewinnen zu lassen. Ich hoffe jetzt, wir kriegen wenigstens noch den Big Boss hin. Ja, sie wurde halb aufgefressen. Aber hey, solange sie noch tanzen kann, ist alles gut. Gehen wir mal zum Boss-Level über, ne? Das Big Bunny. Wie ich das schaffen soll, weiß ich noch nicht. Okay, Big Boss Quests. Bunny Breeding is operating. Okay, die Bunny Produktion ist auf Maximum. Wir müssen aber einfach nur gewinnen. Wir haben diesmal hoffentlich keine. Doch Gott, wir haben eine Prinzessin, die wir verteidigen müssen. Das darf nicht wahr sein. Das hier kackt Bunnies aus und die Prinzessin muss zu ihrer Party. Das machen wir dann aber einfach so, dass ich sie hier hinten hinstelle. So. Hat er gerade irgendwas gepupst? Oh Gott, war das etwas, was Bunny da hinten was gepupst hat? So. Muss schon mal dafür sorgen, dass hier nach und nach keine Bunnies ankommen. Und wenn wir Geld haben, dann investieren wir es aber auch in Bauern, würde ich sagen. Oh, Moment, 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 das geht nicht. Hier. Oh, oh. Das soll doch nicht wahr sein. Hallo, könntet ihr bitte die Prinzessin... Okay. Aber ich glaube, der Ansatz ist nicht der schlechteste. Ich muss nur mehr darauf achten, dass ich die Prinzessin verteidige und weniger, dass ich schon mal gegen die Bunnies vorgehe. Das hier, die Prinzessin stellen wir ganz da drüben hin. Jetzt brauche ich hier einen, den ich möglichst dann auch upgrade, aber erstmal stellen wir hier zwei hin, die sie verteidigen dürfen. Und erst wenn wir die haben, wenn wir die upgraden konnten ein bisschen, müssen halt gucken, dass die Breeding Rate irgendwann auch wieder runtergeht. Wir könnten das hier für 35 rüber snappen. Ich glaube in die Richtung. Ich bin mir nicht sicher. So, tötet. Tötet meine Bogenschützen, tötet. Oh oh, die kriegen das nicht hin, oder? Nein, die Prinzessin wird gefressen. Okay. Okay. Ich versuche mal was anderes. Ich brauche einen Bauern, damit wir überhaupt irgendwie Geld verdienen. Und jetzt werde ich mal gucken, wenn wir 35 haben. Genau, jetzt können wir das hier nämlich hochlassen. Und während die Brücke jetzt nach oben geht, können wir hier nach und nach Gold ansammeln, um tatsächlich hier eine Verteidigungslinie zu bauen. So. Wir können es gratis, wie es aussieht, wieder runterlassen. Und die wenigsten Bunnies sollten hier durchkommen. Jetzt könnten wir hier theoretisch einfach mal Bunny-Kalypse. Ja, ja, das ist klar. Die werden jetzt da breeden ohne Ende da drüben. Aber ich muss erstmal eine Armee aufbauen für uns. Damit wir überhaupt unsere Prinzessin hier verteidigen können. Okay, wir lassen es mal runter. Ein Stück weit.
Dann springen die da nämlich in ihren eigenen Tod. So, sonst wieder hoch. Ein paar kommen durch, aber das ist nicht schlimm. Jetzt kann ich das mittlere hier nehmen und dann upgraden wir mal unsere Bogenschützen. Und dann gönnen wir uns aber auch neue. Okay, und ich würde mal sagen, wenn wir hier so 5 haben und die voll abgegradet sind. Ich kann hier so ein bisschen mit dem hier spielen, damit die Bunnies nicht zu viel werden und sie hier immer mal wieder rüberkommen. So ein bisschen. So. Okay. Wir schaffen es gerade noch, die Population etwa gleichbleibend zu halten. Noch. Es ist leider nicht gesagt, dass wir das weiterhin schaffen. Es werden langsam weniger. Weil wir gut mit der Brücke spielen, habe ich das Gefühl. Jetzt muss ich aber langsam wirklich die Bogenschützen upgraden, damit die eben gut Schaden machen. Diese Pupsgeräusche von dem Hasen, ne? So, jetzt mal wieder hoch. Wir müssten das hier drüben hinbekommen. Leider kann ich halt nicht noch mehr Farmen aufstellen. Da hinten ist noch einer, der ist gar nicht abgegradet. Momentan ist es einfach schon, ist es schon viel wert, finde ich, wenn wir es einfach schaffen, die ungefähr auf einem Niveau zu halten und dass die Bunnies halt nicht total überhand nehmen. So, jetzt hätte ich gerne. Ja, es breedet schneller, es breedet schneller. So, jetzt wieder hoch, damit wir wieder ein bisschen Zeit haben. Denn da kommen jetzt doch einige durch. Jetzt können wir es wieder runterlassen. Damit ich nach und nach, hoffentlich. Damit ich nach und nach, hoffentlich. Okay, die müsste ich aber wegbekommen. Okay. Ich muss eigentlich nur die ersten hier rüberbringen. Ich muss die ersten auf die andere Seite bekommen, damit die da töten können. So, jetzt nehmen wir die 3 hier und lassen sie hier rüberlaufen. Und ihn auch. Das Gepupse immer. Okay, langsam aber sicher bewegen sich unsere Helden, wir nennen sie mal Helden ganz großzügig, auf das Riesenbunny zu. So, tötet sie. Ihr 3 seid die Killer. Jetzt darf der hier mit rüber und das hier drüben sollte eigentlich reichen, hoffe ich. Dass wir dann gleich... Wir brauchen natürlich viel zu lange. Aber das sollte hoffentlich reichen, dass wir jetzt die auch noch mitnehmen können. Und hier vorne hin. Du spielst hier hinten die Nachhut, falls eins durchkommt, wie das Häschen hier. Und sonst tötet es. So, gut. Und jetzt upgraden wir hier, was das Zeug hält. So, tötet. Oh, die ist... Okay, die ist geplatzt. In viele kleine zerlegt. Das macht aber nichts. Das macht überhaupt nichts. Die töten wir jetzt einfach. Okay, da drüben ist schlecht. Könntet ihr vielleicht da drüben hinschießen? Das wäre ganz sweet, wenn ihr da drüben die Hasen töten könntet. Und da drüben sind auch noch zu viele. Ich weiß gar nicht, warum wir die nicht alle erwischen. Es werden weniger. Aber es werden halt noch nicht genug weniger. Okay, wir haben noch 4, 3. Die sind alle da vorne. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, ja gut, wir haben kein Häschen mehr. Sehr schön. Und jetzt darf die Prinzessin, geleitet von tapferen Recken, ich lasse die da nicht alleine, das geht halt so langsam, das dauert jetzt eine halbe Ewigkeit. Aber hey, wir haben jetzt theoretisch, ich drücke da nicht drauf, wir haben jetzt theoretisch das Level geschafft. Ich würde gerne die Party etwas weiter nach links verlegen. Where are you? Ja, ja, ich bin ja da. Und wir haben sie immerhin unverletzt, wir bringen sie unverletzt darüber, das ist ja auch schon was wert. Ich lasse sie mal laufen, ne? So. Lauf, Prinzesschen, lauf. Gut, die strampelt jetzt und zappelt und macht und tut und das ist super. Das ist gut. Und damit haben wir dann tatsächlich die erste Kampagne abgeschlossen, wenn ich das richtig weiß. Also wenn ich das richtig gesehen habe, richtig interpretiere, müsste sich jetzt die zweite anlocken. Da gucken wir uns einfach mal an. Vielleicht geht die Geschichte weiter. Wir haben ja diesen durchgeknallten Bunny-Schaman. Yay! No! My
precious fluffy mama queen! How dare you kill her! Your obese, hairball-farting monster was messing up my party, and so are you! You fat, phobic little wimp! I am not that! Yes, you are. You shamed my bunny for her weight. I guess you're right. We should not label things based on how they look, because that will lead us to a self-centered society that lets archers now! I'll come back for you, you fat, phobic princess. Am I really fat phobic, guys? Guys, am I? Vermutlich bist du das, ja. Yay, geschafft, gesiegt. Ah, schade, diesmal gab es für eine unverletzte Prinzessin gar kein Ding. Gehen wir zum nächsten über. Und ich möchte tatsächlich wirklich, dass die Bunnies gewinnen. Schon, weil ich es dieser Prinzessin nicht so richtig gönne. Die hätte jetzt gerade auch ein normales, nettes Gespräch mit dem Schamanen führen können, dass die kleinen, fluffigen, dicken Bunnies auch weiterhin ihren Spaß auf der Erde haben dürfen. Aber nein, stattdessen schickt sie da einfach Bogenschützen rein. Fand ich nicht gut. Finde ich nicht okay. So, und da schließt es die zweite Kampagne auf. Die haben wir durch und jetzt kommen wir hier hin. Bashadars Hall. Wir probieren das einfach mal. Wir gucken uns das mal an. Ich verspreche übrigens nicht, dass wir alle Level machen, weil ganz ehrlich, das sind so viele und das haben wir dann... Sacred... Ach je. Und das sind so viele und teilweise... Ihr habt ja gemerkt, wie lange ich an diesem einen Level gehangen bin. Ich bin einfach nicht gut in Tower Defense, aber ich glaube, man kriegt einen guten Eindruck davor. Ach du je. Das fängt ja schon mit riesen vielen an. Don't mind us. Also, kümmere dich nicht um die Stalaktiten und sprengen sie einfach weg. Oder sind es Stalagmiten? Stalaktiten, habe ich immer so gemerkt. T's, oben der Strich wie die Decke und dann geht's lang runter. Und von M die Hügel unten. Also Stalaktiten kommen von der Decke, Stalagmiten von unten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was er meint. Meint er die Stalagmiten oder die Stalaktiten? Ich sehe hier weder das... Okay, ich sehe hier... Okay, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Hier sind die Häschen. Und da haben wir eine Windmühle, die nicht gefressen werden darf. Die werden relativ schnell darüber kommen, weil hier die Brücke nicht allzu hoch ist. Da haben wir einen Kämpfer. Das heißt, wir könnten die Brücke runterlassen und ihn darüber schicken, dass er schon mal dezimiert. Und dann könnten wir hier vielleicht Dinge... Das sind scheinbar unsere Farmer. Okay, to battle. Okay. Ja, ich wusste, dass das passieren würde. Ich komme hier halt leider zu schnell rüber. Kann ich? Warte mal, kann ich hier vielleicht? Target acquired. Hurry, protect the windmill. Ah, okay. Fire in the rabbit hole. Hurry, protect the windmill. So, jetzt müsste ich hier bitte nochmal... Okay, wir haben eine... Eine Population von 6 Stück noch. Oh je, okay, er muss in der Mitte bleiben, die kommen immer wieder her. Wo sind denn hier noch Bunnies? Wo sind... Da sind noch welche. Wenn ich von der einen Seite keine mehr hätte, wie viele Bunnies haben wir noch? 3. Geh doch mal hier rüber und töte die schon mal. 1, 2, 3. Habe ich es jetzt geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Oh, das war gut. Leider zu langsam. Viel zu langsam, aber egal, wir schauen uns mal den nächsten Level an. Es wird also anders. Wir sind jetzt unter Adamant. Ist das nicht so... Oh, hier die Kuh schon wieder. Warum ist die Kuh über die Straße gegangen? Mit nur 2 Farmen, nur 2 Bogenschützen und in einer Minute 20 oder weniger. Ich muss mir das mal wieder alles angucken. Die Kuh muss rübergehen. Hier könnte es sein, dass Bunnies... Ich weiß nicht, was da passiert. Das müssen wir freischalten. Das heißt... Da werden keine Bunnies rauskommen. Die Bunnies kommen... Wo kommen denn die Bunnies her? Wir gucken erstmal, was die Kuh anstellt. Okay. Ready to mine. Okay. Ready to mine. Okay, das... Ich verstehe, die sammeln Gold auf die Weise. Das sind jetzt unsere neuen Farmer. Wir haben aber niemanden... Haben wir jemanden, der angreift? Ja, wir haben Bogenschützen. Wunderschön, wir haben Bogenschützen. Dann stelle ich mal hier hin und... Wir müssen nach und nach die Bunnies loswerden. Das werden immer mehr. Ich muss ganz dringend die Wolken abdrehen.
Warum sollte ich Wolken abstellen? Warum sollte ich das machen wollen? Warum sollte ich wollen, dass die... So, wir brauchen auch noch einen. Wir können uns ja alle Zeit der Welt lassen. Also mit nur zwei Farmen, das wird nichts werden, ganz ehrlich. Aber vielleicht... Vielleicht schaffen wir den Level. Da wäre ich auch schon glücklich drüber. Und ich muss unbedingt... Ich möchte nochmal eine Farm haben. Wir haben einfach zu wenig Geld. Wir haben einfach viel zu wenig Geld. Das war's, ich krieg kein Geld. Ach du je. Okay, das ist... Ah, natürlich. Wenn die Dinger weg sind, sind sie weg. Nee, warte, jetzt haben wir ein bisschen was bekommen. Ja, das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Ich fange mal hier neu an. Vielleicht sollte ich am Anfang... Ich fange mal mit etwas anderem an. Das kann ich nicht machen. Ich fange erstmal hier drüben an mit ihm. Und ihm und ihm und ihm. So. Machen wir erstmal so. So und so. Wobei, wenn die hier ankommen, werden sie vermutlich schon ein Stück weiter eher hier auf der Brücke gebraucht werden. Aber dann kriegen wir nach und nach ein bisschen Geld zusammen. Das wäre auch schon mal hilfreich. Okay. Jetzt können wir eine Wolke abstellen. Dann würde ich mal sagen, die vorderste, damit die möglichst weit laufen müssen, die Bunnies. Und jetzt können wir nach und nach die hier upgraden. Leider haben wir gleich keinen Nachschub mehr, was Geld angeht. Deswegen machen wir das hier noch. Wenn ich nochmal 90 zusammenbekomme, drehe ich die zweite Wolke ab. Die ist aus. So, komm schon, komm schon, komm schon. So. Okay. Wir kriegen das schon hin, Kinders? Wir kriegen das hin? Es wird. Ich schätze mal, dass die Kristalle auch von den Bunnies abgefressen werden. Wenn wir das nächste Mal haben, dann machen wir die dritte Wolke hier aus. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. Jetzt müssten eigentlich nach und nach unsere Bogen schützen. Sich um die verbleibenden Häschen kümmern können. Insbesondere, wenn ich sie nach und nach upgrade, weil das können wir jetzt, ja? So. Du läufst auch hier vor. Ihr dürft alle ein bisschen weiter vor, meine Lieben. Denn ihr sollt ja Häschen töten. Und die Kuh bewegt sich auch langsam. Wir sind gar nicht so schlecht gerade dabei. Haben wir denn noch Häschen? Nein, die müssten gleich weg sein. Gut. Das letzte Bunny ist weg und jetzt können wir unserer kleinen Kuh hier folgen. Oh, schön. Ich mag's tatsächlich, dass wir jetzt mehr in einem anderen Gebiet sind. Das finde ich ganz, ganz nett. Aber warum sollte ich Wolken wieder einschalten wollen? Warum sollte ich das tun wollen? Wir werden wieder glorios, wird sie wieder Milch in den Mund gespritzt bekommen. Das sieht so krass aus. Gut, dann war es das aber auch mit der Folge für heute. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben immerhin schon mal den ersten Boss besiegt, auch wenn der Level davor echt lang gedauert hat. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal mit dem Level Dark Breed. Da ist wieder die Prinzessin. Ach du Heilige, das kann ja witzig werden. Ja, macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bye bye.